Das ist Inge. Gestern war ihre Enkelin zu Besuch und zeigte ihr ihren neuen Blog. Inge ist neugierig geworden und möchte mehr darüber erfahren. Nun fragt sich Inge, was genau ist eigentlich ein Blog? Was ist ein Blog? Das Wort Blog setzt sich aus den Begriffen World Wide Web, die für das Internet stehen, und Log, das englische Wort für etwas aufzeichnen, zusammen. Das zusammengesetzte Wort Webblog wird abgekürzt Blog genannt. Der Aufstieg des Internets brachte die Idee mit sich, Tagebücher oder Journale der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und diese online zu verbreiten. Jeder kann somit auf Blogs hinterlassene Einträge, die sogenannten Blogposts, einsehen und diese kommentieren. Blogposts können klassische Texte, Fotos, Video- oder Audiodateien sein. Inhaber dieser Blogs bezeichnet man als Blogger und das Erstellen von Blogposts das Bloggen. Gebloggt werden kann zu unterschiedlichsten Themen und Interessenslagen. Gesundheit, Sport, Ernährung, Mode, Reisen, Alltag, Inspirationen, Kunst, über das Lieblingsbuch oder einfach über das eigene Haustier. Einen Blog kann man bei unterschiedlichsten Anbietern erstellen, beispielsweise über Jimdo, Tumblr oder WordPress oder vielen mehr. Wie bei WordPress gibt es bei den meisten Anbietern kostenlose Versionen oder verschiedene kostenpflichtige Varianten für einen Blog. Einige Blogger verdienen durch Werbung und Vermarktung auf ihrem Blog Geld. Abschließend kann gesagt werden, ein Blog ist eine Website, soziale Vernetzung und gestalterisch offen. Das bedeutet, Blogs sind jedem zugänglich und jeder kann kommentieren und jeder kann bloggen. So, Inge, das ist also ein Blog. Alles klar?